Ja, bei dem Schmidt-Derby gegen MSV Salmrohr, ihr habt alles reingesetzt. Es waren viele Zweikämpfe, aber am Ende war dann doch die Qualität ausschlaggebend für Salmrohr, würde ich sagen, oder? Auch wenn es natürlich hart klingt, 0-4 und vielleicht noch ein bisschen zu hoch. Ja, also 4-0 ist, denke ich, eine deutliche Sprache. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden, wer hier verdient gewonnen hat. Ganz klar Salmrohr. Salmrohr war präsenter, gerade vorm Tor einfach effektiver und vor allem mehr Qualität im Offensivbereich gezeigt, bei der Chancenverwertung, bei der Chancen, ja, bei den Chancen, wo sie rausgespielt haben. Bei uns halt oft der letzte Ball, der kam halt zu weit, zu kurz, falscher Moment, viele Fehlentscheidungen vorne, genauso wie hinten. 3 von 4 Toren schießen wir uns quasi selber rein. Ja, am langen Ende ist dann so ein Ergebnis, das da steht. Da muss man jetzt dran arbeiten die Woche, dass wir nächste Woche besser machen. Haben wir nochmal ein Heimspiel gegen Schoden. Da müssen wir noch mehr machen, dafür, dass wir die Fehler wettmachen dann in dem Moment. Eine Perspektive, klar, am Ende wollt ihr überm Strich stehen, aber da seid ihr optimistisch, dass das funktioniert. Gibt es in der Winterpause vielleicht irgendwie schon Veränderungen, die sich anbahnen? Personelle Wechsel, Abgänge, Zugänge eventuell? Da müssen wir gucken. Wir sind natürlich immer Ausschau am Halten, ob was möglich ist. Jungs, die vielleicht eine Liga 2 höher spielen, die da keine Spielpraxis kriegen, die vielleicht bei uns Spielpraxis sammeln können, andersrum, die vielleicht unzufrieden beim Verein sind. Unter uns, wir hören uns immer um. Klar, ist für uns ein bisschen schwieriger als für den einen oder anderen Verein, weil wir ja natürlich finanziell wenig zu bieten haben, wenig bis gar nichts, außer der Kiste Bier nach dem Spiel. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier eine super Gemeinschaft, wir haben auch eine gute Qualität im Kader. Wir haben eine junge Mannschaft, da gibt es auch mal Rückschläge wie heute, wo du einfach das nicht auf den Teppich kriegst. Aber am langen Ende nochmal, nächste Woche Schoden, da müssen wir nochmal zeigen. Und da wollen wir unbedingt 3 Punkte ziehen.